Naja, ich lasse dich jetzt mal für ein paar Minuten alleine. Wahrscheinlich wirst du jetzt gleich sterben. Das war halt eine Vorwarnung. Wieso lässt mich alleine? Was heißt das? Weil ich mir was zu trinken holen will. Alter, lass es. Ich will noch bis zum Lagerfeuer kommen. Okay. Das kannst du mir dann doch nicht antun, ne? Ja. Den kannst du ganz normal bekämpfen. Hab ich gut Die gemacht, ja. mit dem Speer ist es schon besser, weil die greifen bis du gegen ihren Schildhaus greifen sie normalerweise nicht an. Da kannst du einfach wirklich direkt dich vor die Stellen Kick schlagen. Da ist jetzt gleich ein Hinterhalt in Form eines Krebsangriffs. Also von links kommt gleich einer dieser Ritter und rechts ist halt einer mit einem Speer. Und was soll ich tun? Du gehst direkt halt an das Ende. Ich gehe wahrscheinlich da vorne und dann wieder zurück. Du gehst davor, haust rechts gegen die Wand, damit lockst du den rechts an und gehst dann wieder zurück. Dann dreh die Kamera so, dass du dann da halt rechts um die Ecke gucken kannst. Da so in etwa, ne? Vor diese Mauer da. Oh Gott. Jetzt hau einfach mal gegen die Mauer. Oh, hat super funktioniert. Ist etwas zu weit hinten. Jetzt. Hat er uns jetzt? Der allerdings auch. Okay, aus welchem Grund auch immer scheinst du irgendein natürliches Talent dafür zu haben, sowas hinzukriegen. Luck zu haben. Ja. Hey, wie wär's mit einem Kick? Ja, wollte ich selbst gerade schon drauf gekommen. Ganz schön schlau, ne? Treten? Skeletons? Nein, du machst das jetzt nicht an. Schade. So ist im Englischen eine Nachricht. Das ist die unnötigste, die es gibt. Du hast dann ja. Ach ja, stimmt, das können wir ja auch mal eben zeigen. Was? Geh mal ins Inventar. Also ich weiß, was das Inventar ist. Jetzt, rechts, 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 rechts. Der ist weg. Also X. Runter. Orangener Führungsspeckstein. Können wir jetzt die Nachricht platzieren? Drück Start. Runter, also auf das Item wechseln. Und geh vielleicht von der Nachricht runter. So. Und drück benutzen. Nachricht verfassen. Ja, wo Sternchen Sternchen ist, Platzhalter. ja, Platzhalter, dann kannst du dann mit Kategorien was anderes auswählen. Das ist ein extra Satz oder was? Ja. Praise the sun. Brauchst Körperteile. Überall. Brauchst überall. Das ist im Deutschen sehr toll. Was würde da jetzt in Englisch stehen? Wahrscheinlich need everything. Und was ist mit den Körperteilen? Ja, das frage ich mich auch gerade, was das mit überall bei Körperteilen eigentlich soll oder was das im Englischen dann wirklich sein sollte. Ach ja, und da rechts solltest du nicht rein, ne? Da hängen nämlich drei oder vier von diesen Rittern alle auf einem Haufen rum. Du gehst jetzt erstmal da runter, haust den um. Und wenn du Schild um hast, bemerken sie dich früher, ne? Und? Und wenn du Schild um hast, kannst du immer noch kein Backstep machen. Ja, uns ist mir doch egal, darum geht's mir nicht. Das sieht aber cooler aus. Hallo? Was soll das? So, dann jetzt links. Liegt nämlich noch was. Und jetzt erstmal der Weg zum Lagerfeuer. Also. Wo ist das Lagerfeuer? Zurück. Geradeaus. Ja, die speichern. Speichern. Ja. Na! Wie hast du das hingekriegt? Wie hast du den bitte gepult? Ja, gegen Schilder hauen, sehr, sehr intelligent. Boah. Dann ist es, wenn ich jetzt sterbe, ne?
Nein! Fuck it, wie kann ich das denn nochmal? Zum Glück habe ich einen extra gekriegt. Viereck. Du kannst ihn looten, ich glaube nämlich, du hast gerade noch mehr Luck gehabt. Was? Da kommt keiner mehr. Loot ihn mal. Ja, ich möchte ihn ganz gerne ausrauben. Okay, nur ein schönes Titanitsche. Eine Scherbe. Kleine Scherbe. Wisst ihr, wie das Ding im Englischen heißt? Nein. Titanitschad. Scherbe ist ja nicht das Problem, aber Titanit, klein. Ja, warum nicht? So, wie mache ich das jetzt am besten? Am besten gehe ich hier hinten. Am besten pulst du sie und pulst dann einfach da hinter die Wand. Genau. Genau das hatte ich vor. Ich glaube, du kannst auch einen, immer nur einen gleichzeitig bekämpfen bei den beiden. Mm. Das ist, sind nicht die mit dem Speer, ne? Das sind die mit dem Schild. Achso. Mit dem Schwert. Die greifen die ganze Zeit an wie sonst was. Du kannst einfach ganz normal warten, bis sie angreifen und dann selbst angreifen. Ja. Und jetzt halt noch den Bogenschuss. Dann kannst du einfach ganz normal mit Schild hoch rüberlaufen, weil dein Schild die Pfeile komplett abblockt. Lass mal die Nachricht hier lesen. Oder dass du mich unbedingt abschießt. Brauchst Menschlichkeit. Need humanity. Hast du eine Chance? Nein. Ah. Kannst du ja eine bessere Nachricht mal platzieren. Was? Hier so? Ja. Nachricht verfassen. Sternchen, Sternchen, Fragezeichen. Charaktere ist es wahrscheinlich. Skelett. Das ist die beste Nachricht überhaupt. Weißt du, wie die im Englischen heißt? Skeleton? Richtig. So. Und jetzt darüber. Hier da kommt kein Gegner. Und hier so. Nicht rein? Da geht's halt weiter zum Boss. Und da links geht's halt zum Schmied, schrägstrich zum Lagerfeuer. Schrägstrich später dann zu Sens Festung. Da brauchst du Schild nicht um, da kommt nichts. Okay. Wer, hier kommt was. Da kommt nichts. Wer? Es kommt gar nicht. Rück mal ein bisschen näher ans Mikrofon ran. Du bist so ein bisschen weiter abgerutscht, als du weggehen wolltest. Ja. Da kommt man näher an mich ran. Na? Also, da kommt nichts. Da kommt hundertprozentig nichts. Hör auf, dich wie so eine Pussy zu verhalten. Wer soll da was kommen? Solange du einfach Schild nur machst, kann es egal sein. Das ist nicht Amnesia. Okay. Amnesia ist ein geplantes Projekt von mir eigentlich. Wenn ich das spiele. Ich habe gerade zu sehr ein- und ausgehalten, das ist halt Kreislaufproblem. So, alle Gegner respawnt. Yeah! Ja. So, jetzt aufsteigen. Ach, da sitzt ja einer. Ja, wenn du am Leuchtfeuer bist, siehst du manchmal welche so. Oh. Du siehst auch manchmal in der Welt welche so, dann sind es halt wirklich sehr undeutliche. Weil wenn es im Lagerfeuer ist, siehst du die halt relativ deutlich. Kann ich irgendwo aufsteigen? Ja. Nimm mal. Pack mal alles in Stärke, was geht. Du möchtest, mach das einfach so ein bisschen Stärke auf 24 hast und dann packst du noch Beweglichkeit auf 18. Okay. Weil dann kannst du erstmal alle wichtigen Waffen benutzen. Soll ich noch runtergehen? Ja, da ist der Schmied. Kommt hier auch nichts. Ne, erst wenn du noch einen weiter runtergehst, kommt was und das ist dann auch ein relativ dickes Ding. Und soll ich dann noch weiter runtergehen? Wenn du sterben möchtest? Weil du dir angucken möchtest? Hi Schmied! Nein, Mister! Nein, komm, wir können es! Ach ja, ich möchte darauf hinweisen, sollst darauf achten, dass du nicht die Angreifentaste vor dir drückst, weil du kannst sie angreifen und die killen dich dann auch. Ach, cool. Soll ich irgendwas machen? Kannst du halt Waffen upgraden, was dir allerdings egal sein kann, weil du hast halt dieses Drake Sword, das lässt sich sowieso am Anfang nicht upgraden. Ausrüstung umwandeln ist halt quasi stärkeres Aufsteigen, Upgraden von Waffen. Du kannst halt Waffen auf plus 5, glaube ich, am Anfang upgraden. Wenn du halt so einen extra Stein hast, kannst du die auf plus 10 upgraden. Wenn du dann noch extra Stein hast, kannst du den Schaden draufpacken. Also Feuer, Blitz. Wasser. Nein. Donner. Heilig. Oder roh. Und roh. Ja. Roh heißt dann, dass der Basisschaden erhöht wird und seine Skalierung entfernt wird. Roh. Ja. Und Magic. Okay. Und dann kannst du noch Divine bei plus 5 kannst du dann halt plus 4 auf
die waren auf plus. Ach, egal. Kannst dann halt so. Die waren auf plus 5 kannst du zu Okkult upgraden und Feuer auf plus 5 zu Chaos. Ach so. Ja. Und das ist wahrscheinlich alles genau das gleiche. Ja, außer Geste leer. Raus zu reparieren? Das müssen wir machen. Nein, nicht hin! Ach, geh weg. Hier, ich möchte eine neue Geste lernen. Ach ja, du kannst, wenn du die ganze Zeit X drückst, kannst du auch sowas überspringen, ne? Ja, ja, ich weiß. Moment, wo kann ich die nochmal machen? Select. Und dann musst du halt jetzt erstmal mit Dreieck das Ding wechseln. Und X. Yeah! Geil. Delicious. Einfach nur geil. So. Ist geil. Gehen wir wieder nach oben und Brauchst du wieder diese drei 0815 Gegner um? Was ist das denn mit dem Team? Was ist hier denn? Da geht's weiter zu Sans Festung. Du kannst aber auch rübergehen, um so eine Questreihe zu starten. Also, schon mal die Vorbedingungen für eine Questreihe zu machen. Du kannst aber ruhig rübergehen, da ist nichts. Warum? Was? Warum soll ich denn da rübergehen? Weil dein NPC sitzt, wenn du den ansprichst, bevor das Tor auf ist, taucht er halt später nochmal auf. Und der taucht da halt überall die ganze Zeit auf, bis du am Ende halt so gegen 10 Gegner gleichzeitig in der Grube kämpfst zusammen mit dem, wenn er dabei mit über 50% der HP überlebt, kriegst du halt einen Titanit-Slap, die es halt nur einmal pro Durchspielen gibt. Das sieht ja toll aus. Ja. So, das war's. Die Rüstung gibt's auch. Weiter anreden. Oho. Verzeiht, ich war in Gedanken versunken. Ich bin Siegmeier von Kristall. Ehrlich gesagt, ich stehe hilflos vor einer Wand. Oder eher ein Tor. Das Tor bewegt sich kein Stück. Egal, wie lange ich warte. Oh, und wie sehr ich schon gewartet habe. Also sitze ich hier in der Klemme. Ich wäge meine Optionen ab, sozusagen. Ja. Ich glaube, da war halt ein Joke im Englischen, weil die Kopfrüstung, die er trägt, sieht ja so aus wie so eine Zwiebel. Ja. Eine Zwiebel in Englisch ist ja Onion. Ja. Und der hat dann gesagt, okay, statt Option hat er halt Options gesagt. Was halt so ähnlich wie Onions klingt. Sollte dann so ein Joke sein, wegen seiner Kopfrüstung. Das ist ja lustig. Und die Rüstung gibt's, kannst du auch kriegen. Die ist ja auch so richtig schön fett und da hast du auch so einen Zwiebelkopf. Cool. So. Ich glaube, ich wechsle das hier. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Geh weg. Ich wollte eigentlich hier so drauf tun. Gut, dass die Wege nicht lang sind. Du kannst sprinten. Tut mir leid. Ja. Muss ich hier überhaupt nach oben? Ja. Schon so, ne? Ja. Hier lang? Ja. Und gleich kommen wieder die drei Kackboons. Ja. Sagt der Richtige, ne? Okay, du hast das Lagerfeuer. Jetzt will ich mal was zu trinken. Stimmt, jetzt kannst du ruhig was zu trinken holen. Mal sehen, ob ich bis dahin tot bin. Wollte ich auch gerade sagen, wenn du bis dahin noch nicht tot bist, wenn ich wieder da bin, dann bin ich stolz auf dich. So, jetzt geht's ja alleine für mich weiter. So, geschafft. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo ich landen muss. Ich brauche Menschlichkeit. Yannick hat ja ebenfalls gesagt, dass ich irgendwie hier landen muss, um zum Boss zu kommen. Allerdings hat er auch gesagt, dass hier drei von diesen hässlichen Typen drin sein sollen. Genau sei die Sonne, ja. Das sowieso. Mo, was ist das? Was ist das? Ein Golem war es, glaube ich, hießen die. Sind die stark? Ja. Kann ich die schon besiegen? Ja, musst du auch. Rechts. Ich habe übrigens auch kein HP verloren. Also du musst halt am besten immer gegen den Uhrzeigersinn um den drumherum laufen, warten bis er angreift und dann halt einfach die ganze Zeit draufhauen. Ja, geil, funktioniert ja sogar. Hab auch kein HP verloren bis jetzt. Kleine Scherbe.